Hallo YouTube, hallo Freunde der extravagant anderen Angelunterhaltung. Stelle Langer hier. Ja, nach langer Abstinenz bin ich nun wieder am Wasser angekommen. Endlich mal wieder angeln auf alles, was beißt. Eigentlich angeln auf Aal. Der Rhein hat Hochwasser. Das ist gut. Hochwasser bringt Fisch. Ich habe Biss. Die Ruten sind schon drin. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja. Ja, lange habt ihr nichts von mir gehört. Hier was getan, da was getan, keine Zeit zum Angeln. Heute ist Ostersonntag. Ostersonntag bedeutet bunte Eier und dicke Aale. Wenn ihr Bock habt, dranbleiben. Ansonsten abschalten. Bis gleich. Freunde, ich habe bis auf die hintere Rute, diese da. Es sieht nach Grundel aus. Schauen wir mal. Ja, von dem anderen Kanal, den Trout Kings, weiß ich, die Aale beißen. Wir haben vor ein paar Wochen schon welche gefangen im März. Wie gesagt, wir haben heute Ostersonntag. Ich probiere mein Glück. Ich hoffe mal, ich kriege einen. Oder zwei, oder drei, oder vier, je nachdem. Vier darf man nicht, nur drei. Und möchte somit die Aalsaison eröffnen. Wir gucken jetzt mal, was da hinten dran ist. Ja Leute, der erste Fisch ist gefangen. Eine große Grundel, die gerade am Kacken ist. Das ist halt ekelhaft. Die können wir natürlich nicht verwerten. Köderfisch ist momentan schlecht, weil, wie gesagt, Ostersonntag, die Zander haben Schonzeit. Deshalb Fisch schnell versorgt und weiter geht's. Bis gleich. Ja Freunde, was gibt es sonst noch Neues hier? Kanal läuft, kam zwar lange nichts Neues, okay. Der Papa ist verheiratet, hat drei Kinder, drei Schichten. Manchmal ist das so, ne? Ja, Bisse habe ich schon ein paar gehabt, eine Grundel gefangen. Herrlich ruhig heute am Rhein, hier wunderschönes Ambiente, das Hochwasser drückt richtig schön durch. Fällt aber. Wie gesagt, ich hoffe, heute gibt es den ersten Aal oder die ersten Aale. Nochmal anderes Thema. Letztens hat mich einer beschimpft, ein bisschen kocht hab, Anger. Ja, Junge, ne. Ihr seht, was ich im Jahr so fange. Ich glaube, der macht den Braten nicht fett, ne. Ein paar Fischkisten, die ich hier raushole. Ich esse sie auch. Ja, da sind wir beim heißen Thema Catch and Release. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, das ist mir scheißegal, was ihr da macht. Aber ich sag mal so, ich habe noch nie einen Jäger mit einem Betäubungsgewehr gesehen. Reh betäuben, Foto machen, freilassen. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber für euch entscheiden, was ihr da so treibt. Ich muss die Spitze immer im Auge behalten. Ich bin nämlich so richtig angelgeil. Ja, der Ralf, der ist nicht da. Der Ralf, der hat keine Zeit. Ralf arbeitet Ostern durch, um viel Geld zu verdienen. Um ja, viel Geld zu haben halt, ne? Braucht man in der heutigen Zeit ja. Naja. Ich setze mich jetzt wieder auf mein Stühlchen. Genieße die Sonne. Ein bisschen Vitamin D tanken. Dicke Fische fangen. Und ich hoffe, dass ich die Kamera gleich wieder einschalten muss, damit ihr den ersten Aal des Jahres 2023 bei Schelle seht. Bis gleich. Ah, Leute, noch so ein paar Worte zur Montage. Womit angle ich hier überhaupt? Benutze heute Anti-Tangle-Boom. 180 Gramm Blei habe ich drauf geklopft.
Bei der Strömung brauchen wir das. Deshalb habe ich auch zwei Gummiperlen drauf. Das schützt den Knoten gut. Wirbel. 35er Vorfach. Wie groß der A-Laken ist, weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Ja, dazu noch eine 35er Schlagschnur. 18er geflochtene. Damit ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Und kriegt so ziemlich jeden Fisch raus. Bis auf eine große Welse. Hoffen wir nicht, dass heute ein großer Wels beißt. Ein kleiner Wels wäre okay. Der Kochtopfstelle braucht ja Fisch. Ja, ansonsten Heavy Feeder Route, 180 Gramm Wurfgewicht hat die, glaube ich. Das ist jetzt eine von Balsa, da vorne steht noch eine von Shimano. Hauptsache, ihr kommt damit klar. Wenn ihr damit klarkommt, fangt ihr Fisch. So einfach ist das. Jo. Mehr zu erzählen gibt's eigentlich nicht. Ja, Leute, jetzt ist seit einer halben Stunde Ruhe an beiden Routen. Ich guck mal nach. Könnte es anders sein, an der ersten, im Grundel. Schmeiß ich jetzt wieder ins Wasser. Gucken mal auf die zweite. Natürlich viel Dreck jetzt dran, ne? Der Fluss, der nimmt viel Dreck mit. Aber auch Route Nummer 2. Den Grundel. Ich schmeiße es auch wieder ins Wasser. Neue Würmer dran und gib ihm. Es riecht nach Aal heute. Aber sowas von nach Aal. Ich muss mindestens einen fangen, um den Ralf zu ärgern. Dann geht's mir gut. Bis gleich. Ah, Leute, jetzt nochmal Routen kontrolliert. Gucken, was geht nicht. Da geht was immer am Rhein geht. Diese kleinen Schweineviecher. Egal. Auch die sind lecker. Ich werde den natürlich nicht essen, weil ich finde das ekelerregend.
aber schon mal mehr wie eine Grundel halt, ne? Ja, die andere Route werde ich jetzt auch kontrollieren. Mal gucken, was da so geht. Ihr seid live dabei. Schelle fängt Grundeln und Krabben. Immerhin etwas. Bin ganz alleine, ey. Die andere Seite, ich sehe nirgendwo einen anderen Angler. Das gefällt mir heute. Der Anspannung zuliebe und der Krabben zuliebe mache ich weiter. Drückt mir die Daumen, Leute. Ihr müsst den Kanal noch abonnieren. Viele gucken den Kanal, ohne dass sie ihn abonnieren. Kanal abonnieren nicht vergessen. Glöckchen aktivieren für einen guten Algorithmus. Dann ist der Papa zufrieden. Kanal weiterempfehlen. Und immer gucken, was der Papa produziert. Wir sehen uns wieder mit einem dicken Aal. Oder auch nicht. Aber mit einem dicken Aal wäre schon nicht schlecht. Bis gleich. Ja, Leute, die Sonne geht so langsam unter. Momentan ist ruhig, also der Krebs war die letzte Aktivität, die ich hatte. Ich werde jetzt auch nochmal Köder kontrollieren, nochmal frische Tauwürmer raus. Das sind übrigens die Standard-Knoblauch-Tauwürmer, die der Schelle immer benutzt. Und ja, also ich bin guter Dinge, dass heute was geht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber es geht was. Wie gesagt, nur um den Ralf zu ärgern, muss ein Fisch beißen, ein schöner Fisch. Von mir aus auch ein Wels, ist mir egal. Wir brauchen Material. Ja, wenn ich mich so umgucke, immer noch Mutterseelen allein. Die andere Seite, eigentlich ist die andere Seite total verpestet mit anderen Anglern. Heute ist keiner da. Ja, schöne, ruhige, romantische Stimmung. Ja. Ja, Freunde, ich habe jetzt nochmal neu beködert. Frisch Tauwürmer dran. Und Knicklichter sind auch drauf. So sieht man mich besser. Ja, Sonne ist jetzt ganz weg. Jetzt wird es langsam dunkel, aber auch frisch. Das soll mir egal sein. Ich bin dick angezogen. Ein bisschen frieren gehört dazu. Ja, dann drückt mir mal die Daumen, ne, dass jetzt gleich mal der erste Einschlag kommt. Wie gesagt, ersten Aale sind gefangen. Bei den Trout Kings. Zieht euch den Kanal da mal rein. Auch sehr guter Aalangler am Niederrhein. Macht auch gute Videos vom Aalangeln. Fängt nebenbei auch andere Sachen, Zander, Wels und so Zeug. Bin gespannt, ob der erste heute einsteigt. Die Waffen sind scharf. Schelle ist sowieso scharf. Na Leute, jetzt habe ich die ersten zwei Bisse gehabt. Beim ersten Mal angeschlagen, alles weg. Beim zweiten Mal nicht gekriegt. Mittlerweile 22 Uhr. Ja, ich hoffe mal, da geht jetzt noch was. Naja, also wenn jetzt die Beißphase beginnt, wäre natürlich super. Halbe Stunde mache ich noch, weil mir wird auch langsam kalt, ist ja noch April. Hoffen wir mal. Ich bin guter Dinge, die Bisse sind da. Irgendwas geht. Ja Leute, bis auf die beiden Bisse kam jetzt gar nichts mehr. Wir haben jetzt 10:30. Und ich muss gestehen, mir ist kalt. Deshalb werde ich jetzt einpacken. Und ich habe Urlaub die Woche. Also die Tage gibt ein neues Video. Ne? Leider heute ohne Fisch, beziehungsweise mit Grundeln und Krebs. Ja, kennt man ja, dass man nicht immer was fängt, ganz besonders bei mir zum Beispiel. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Die Angeln packe ich als letztes ein. Vielleicht kommt ja noch was. Ansonsten folgt mir auf Facebook, folgt mir auf Instagram, folgt mir einfach überall. Ich grüße alle Menschen, die mich kennen. Ich muss ins warme Auto. Haut rein und gute Nacht. Bis demnächst.